Echt nett von dir. Danke. Was steht denn in dem Brief? Hallo Will, ich hoffe, es geht dir gut. Neil erzählte uns, dass du in Dao bist. Woher weiß der das? Er erzählte uns außerdem von deiner Suche. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Als ich das Gepäck deines Vaters durchsuchte, fand ich ein Tagebuch, das von einer Pyramide berichtete. Ich dachte, du könntest es gebrauchen. Also schicke ich es dir. Sei vorsichtig, Bill und Lola. Schön. Und was steht in dem Tagebuch? Ich habe die Hieroglyphen entziffert. Niemand hat es jemals zuvor geschafft. Sie sagen, in der Pyramide ist ein Schlüssel, um das Rätsel der Geschichte der Menschheit zu lösen. Komischer Galgen mit Viech, Schlüssel mit Wolke, komisches Ding mit Blubberblase, noch ein Vogel, noch ein komischer Teil. Im ersten Teil steht, der Geist der Sonne erhebt sich am Horizont. Ich ging zur Pyramide und fand die gleiche Inschrift. Doch, hier fehlt eine Seite. Scheiße, Lola hatte schon wieder Hunger und hat ihre Schneckenpastete mit dem Tagebuch gemacht. Ger, du bist verwundet, ja. Speichern, das ist sehr nett. Vollbracht, Reise fortführen, ja, so sei es, lebe wohl. Natürlich machen wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, heute könnten wir es sogar durchschaffen, das Spiel. Hallo, dies ist Dao, die Wüstenstadt. Kinder sieht man hier nur selten. Kein Wunder, wir versklaven sie ohne Ende. Ja, hahaha, lustig. Neil! Will, schön dich zu sehen. Wie war deine Reise? Neil! Geiler, altes Haus, wie geht's dir? Du bist Präsident der Firma. Ja, ich habe vom Händler zum Pfefferimporteur umgeschult. Yay, jetzt bist du noch schön. Genau, das hat mich nach Dao geführt. In der Nähe gibt es eine Pyramide. Ob sich dort eine der Statuen befindet? Keine Ahnung. Ja, mit dir reden sollte ich vielleicht schon. Pfeffer einzutreiben, okay. Hi! Ich bin ein Juwelier, der Reisende zwischen den Konten. Ich bewahre 20 für dich auf. Ja, bewahre mein Juwel auf. 26. Tja, noch 4 und ich hätte das Ding gekriegt. Aber, naja. 4 muss man erstmal finden. Hi! Snake Panic spielen? Ja, du musst versuchen, in einer Minute möglichst viele Schlangen zu treffen. Okay. Ja, komm. Wo sind sie denn? Hallo. Hey, hey. Es sind hunderte von Schlangen. Verdammt. Ja, das ist so ein kleines Minispiel und dafür kriegt man, lasst uns raten, ein rotes Juwel, ja. Habt ihr etwa gedacht, man kriegt was anderes? Ich wusste nur nicht gerade, wie man das Minispiel startet, aber scheinbar musste man einfach nur einen der Krüger holen. Ey, aua, oh, verdammt. Einfach immer hin und her, da passt schon. Sag mal, wie viele kommen denn da noch? Wow, 78 Schlangen, sehr gut. Für diese Leistung gebe ich dir 2 rote Juwelen. Ich habe sie dem Juwelier gegeben. Schön. Können wir das nochmal? Probierst du es nochmal? Ja, eigentlich wollte ich es nochmal probieren. Wie wäre es, wenn wir es nochmal machen? Einmal noch Snack Panic spielen. Du musst versuchen, möglichst die Schlangen alle mit du das starten, sobald du den ersten Krug berührst. Ja. Und mal gucken, wie viele wir dann kriegen, wenn wir unseren Rekord überbieten. Dauert zwar ein bisschen, aber kommt. Dafür macht Spaß, einfach mal ein paar Schlangen zu verprügeln. Wenn man sich nicht doof anstellt, kann man auch alle treffen.
Wenn Will sich nicht auf den Otto anstellen würde. Und diesen Seitensprung macht. Ah, ja, schön. Wie viel haben wir denn noch? Dich habe ich noch erwischt, Kollege. Ja, fein. Und so, und so, und so. Und so. Und da. Und da. Und da. Und da. Und die Mitte habe ich auch gleich getroffen. Und da, und da. Und da, und da, und da. Und da. Und da auch. Und da, und da. Und da, und da, und da auch. Und da auch nochmal. Und da. Die Zeit ist um, du hast 86 Schlangen getroffen, Versager. Wie, ich habe eine weniger getroffen? Scheiß. 28, okay, dankeschön. Naja, noch zwei Juwele. 28, und er nennt mich Versager, blöder Sack. Hey, das Mädchen übergibt schweigend eine Botschaft. Sie enthält das Bild des Schakals. Ui, ah, der ist immer noch hinter uns her. Ich erschaudere. Es war die Warnung des Schakals. Er lauerte bereits auf mich. Aber schön, dass die Musik dann auch gleichzeitig aussetzt. Ja, ich trinke immer noch meinen Tee. Oh, ein Krug. Schön. Und was habt ihr so zu bereden? In letzter Zeit haben sich einige Dinge verändert. Der neue Präsident von Honeck führt den Frieden der Händler ein. Ja, so schön. Diese Stadt ist bekannt für Gewürze und Teppiche. Man sagt, dass die Teppiche für Schloss Edward 40 Jahre lang geknüpft werden. Oi, das ist lang. Und was machst du da mit den Schlangen? Hast du jemals Snake Panic gespielt? Ich übe gerade. Du übst gerade dafür? Ah, schade, ich kann nicht angreifen. Sonst hätte ich gesagt, ich zeig dir mal, wie man übt. Warte mal, da oben war jetzt lang. Ja, okay, hier unten müssen wir also lang. Okay. Ah, der verfolgt uns, schön. Vorsicht, das ist kein Spiel. Verschwinde von hier. Ich glaube, er hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Aber seine Augen. Was hat er denn? Hi! Du bist in diese Stadt gekommen, um Sklaven zu kaufen? Ich habe gerade wieder einen neuen bekommen. Ja, schön für dich. Ich will aber keine Sklaven kaufen. Immer noch nicht. Huh? Oh, Teppichknöpfchen, cool. Sie hat keine Zeit, um mit dir zu reden. Gib dir keine Mühe, sie wird dich nicht beachten. Sie denkt nur an ihre Arbeit, sie hört dich nicht. Sie hört dich nicht, sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Diese Frauen knüpfen Teppiche. 40 Jahre wird es dauern, um diese zu vollenden. Diese Frauen begannen damit, als sie noch Kinder waren. Ihre Gabe wurde ihr Schicksal. Ja, super, die Frauen können in ihrem Leben einen Teppich machen. Yay, das ist doch mal eine gute Quote. In der Nähe steht eine riesige Pyramide. Viele haben schon den Schatz gesucht, aber keiner hat ihn gefunden. Tja. Oh, hi, wie geht's? Die Pyramide besteht aus tonnenschweren Steinen. Mich wundert, dass sie nicht im Sand versinkt. Wir sind Schatzsucher und dort drinnen gibt es einen Schatz. Man erzählt sich hier eine alte Legende. Die Pyramide ist ein Reich der Toten. Sterbliche können nicht in die Kammern eindringen. Das sind die Gesetze. Die Pyramide ist ein riesiges Grab. Lebende können nicht eintreten. Jetzt bin ich erst richtig neugierig auf die Pyramide geworden. Bin ich auch? Dann wollen wir doch mal zur Pyramide. Kara und Erik lassen wir da, die brauchen es sowieso nicht, die sind uns nur im Weg. Wüstenstadt da. Und jetzt? Ah, die Pyramiden sind noch nicht mal weit weg. Worms, Pyramide. Schön. Irgendwas riecht hier gerade gut. Pyramide. Yay, und runter, und... Ach, Mann. Will! Ja, danke. Will, du kriegst es irgendwie nicht gebacken zu treten, oder? Ah, da ist ein Portal, schön. Und meine Abwehr hat sich erhöht. Gut, gehen wir gleich mal ins Portal. Jetzt mal hier reingucken. Cool. Hi. Abenteurer. Überall sind Fallen, die den Eingang sichern sollen. In diesem Raum gibt es sogar eine Falle, die auf Geräusche reagiert. Sei also leise. Ah, okay. Schön zu wissen.
Und jetzt gehen wir mal in das Portal. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Schließ die Augen, du bist verwundet. Ich bin Gaia, die Quelle alles Lebens. Durch deine Reise nach Angkor Wat bist du stärker geworden. Stelle dich vor die Statue auf der rechten Seite und verwandle dich in Shadow, den Schattenkrieger. Dann gewähre ich dir den letzten, einen letzten Gegenstand. Da, 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 da. Du hast die Aura. Du hast die Aura. Cool, ne? Ich hab die Aura. Die Aura ist Shadows Geist. Setzt er sie ein, wird sein Körper flüssig wie Wasser. Nur ein kleiner Teil der Pyramide ist zu sehen. Der meiste befindet sich unter der Oberfläche. Verwandle dich in Shadow, um dich in den unteren Ebenen vorzudringen. Bisheriges Geschenk speichern, aber sicher. Es ist vollbracht, reise fort für ein Jahr, so sei es, lebe wohl. Will hört eine eindringliche Stimme. Ich habe dein Kommen entgegengesehen. Ich bin Shadow, der Liquidator. Mein Körper ist das Licht eines Kometen. Ich habe keine Gestalt, kann jedoch die des Menschen annehmen, mit dem ich verschmelze. Auch der sich der Erde nähernde Komet, so, ist ein Bewusstsein ohne Gestalt. Mein Körper ist das Einzige, was sich dem Kometen entgegenstellen kann, um alles zu beenden. Schließe nun deine Augen. Jetzt ist Freedan out, jetzt kann Freedan nichts mehr, jetzt sind wir Shadow. Ja, und der ist cool, der ist grün, der ist glibberig oder keine Ahnung. Er hat, seine Hand ist ein Schwert oder was auch immer und es ist einfach nur cool, er zu sein. Er rennt, er geht auch nicht, er schwebt und rennen tut er so, es ist einfach cool. Und jetzt müssen wir erstmal uns mit der Aura befasst machen und uns in die Pyramide wagen. Und zack, da sind wir. Und wieso ist da unten ein Portal? Weil wir, wenn wir früher dann auch noch sein können, ja, müssen wir auch teilweise sein. Leider. Wir können nicht jetzt nicht komplett alles mit Shadow machen. Irgendwann kommt er auf seine Grenzen. Ich gehe immer pro Raum, also pro Tür, es sind mehrere. Gehe ich immer gucken, wie weit ich komme und dann muss ich zurückrennen. Das werde ich erstmal so. Schön. Ja, ist ein Schutzschild. Auch cool, nicht? Einfach nur Flammen. Au! Und die Musik ist auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einer riesigen Pyramide. Und was Pyramiden so an sich haben, ja, Labyrinth. Hier sieht schon aus, als ob wir mit Wollt erraten, mit wem wir weiterkommen hier? Mit Will. Dann wollen wir doch auch mal Will nehmen. Ah, schade. Shadow, das war's schon für dich. Hallöchen, willst du dich in Wild zurückverwandeln? Ja, muss ich leider. Weil Shadow nichts kann. Der kann einfach nur das, was er kann. Er kann nur das, was er kann. Das ist auch nicht cool. Das ist auch cool, nicht? Na, dann wollen wir doch mal. Erster Raum mit Wild. Schön. Dann lade ich auf, Will. Schön. Und. Super, ja. Hui. Jepsa. Und es sind noch 5 Gegner, okay. Naja. Ist nichts Weltbewegendes. Einmal hier runter. Wer weiß, was da unten ist. Gehen auch schnell kaputt. Und nochmal runter. Okay. Ah, okay. So, ja.